Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Thema, was ich heute anquatschen möchte. Und zwar wieder ein entsprechender Artikel, den man im Internet unter anderem finden kann. Mit einem dazugehörigen Video werde ich euch auch verlinken, in der Hoffnung, dass es dann da noch zu finden ist, wo es sich aktuell gerade finden lässt. Aber das entsprechende Video wird man wahrscheinlich auch bei rumgegoogelt auf anderem Wege noch entdecken können. Es ist so, dass ich glaube, das war... Ich habe da nur irgendwas von Nähe Kreis Isernhagen gelesen. Das ist deshalb für mich natürlich interessant, weil ich da geboren bin. Also ich bin in Hannover geboren, bin aber in Altwarnbüchen aufgewachsen und das gehört, glaube ich, zu Isernhagen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich war da noch so klein, dass ich nicht wirklich weiß, zu welcher großen Kreisstadt mein kleines Nest da gehört hat, was, glaube ich, gar nicht so klein ist. Für mich hat sich's ja, einerseits natürlich riesig angefühlt, weil ich noch klein war und andererseits kam es mir dann wieder sehr klein vor, weil ich da halt nicht gerade besonders viel rumgekommen bin in meinem doch relativ kurzen Zustand, in dem ich nicht so weit laufen konnte, beziehungsweise Fahrrad fahren, sehr viel Fahrrad fahren dann, soweit ich das gelernt hatte. Naja, egal, tut nichts zur Sache. Da ist auf einem Feld ein Wolf aufgetaucht. Also irgendwo da ist, lest das im Artikel nach. Wie gesagt, den verlinke ich euch ja. Und das wurde gefilmt. Und das interessante Fall ist jetzt der, dass es wohl so aussah, zumindest für denjenigen, der das beobachtet hat, dass eine Joggerin von dem Wolf wohl regelrecht über einen längeren Zeitraum verfolgt worden ist. Der ist ihr auf dem Acker quasi ein bisschen gefolgt. In einem für einen Wolf relativ bedenklich niedrigen Abstand. Man kann so grob sagen, wenn einem ein Wolf, den man tatsächlich sieht, näher kommt, also und der vielleicht realisiert, dass er gesehen worden ist, und dann kommt er einem trotzdem noch näher als, sagen wir mal ganz grob, 100 Meter. Eigentlich sollte man den Wolf gar nicht erst sehen. Bei normalem Verhalten des Tieres, so wie es quasi in dem Buch steht, das der Wolf nicht gelesen hat, sieht man den gar nicht. Der kann sich durchaus 30 Meter neben dem Weg vielleicht irgendwo im Gebüsch verstecken, aber man kriegt halt einfach nicht mit, dass er da ist, weil er halt einen schon vor Ewigkeiten gerochen hat und genau weiß, da kommt jemand, ja, ich verziehe mich mal so ein bisschen, verstecke mich mal ein bisschen. Das kann der wunderbar, wenn der das will. Jetzt ist es so, sollte das nicht der Fall sein, dann gibt es dafür die erheblich häufigere Erklärung als gleich die Variante, der will einen fressen, die da lautet, der ist neugierig. Der will einfach mal gucken, oh, was ist denn das? Tut das was? Ist das gefährlich? Was macht das? Sieht irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich aus. Ich gucke mir das mal näher an. Und in so einem Fall nähert sich halt eben der Wolf dann tatsächlich auch dem Menschen, weil er halt aufgrund seiner Intelligenz, die unbestreitbar vorhanden ist, auch automatisch neugierig ist. Das gilt für alle Tiere, die relativ intelligent sind. Die sind immer auch damit neugierig, weil die haben ja das Potenzial, auch interessante neue Verhaltensweisen dazuzulernen, um halt eben besser klarzukommen mit dem Leben und so weiter und so fort. Und das geht natürlich nur, indem sie auch eine gewisse Neugier an den Tag legen. Man kann also, wenn man möchte, das Ganze durchaus als evolutionär vorgesehen betrachten. Jetzt ist natürlich doof, wenn man eine Joggerin ist, und so ein neugieriger Wolf da daherkommt, dass einem da ein wenig mummelig wird, kann man ja durchaus vielleicht, je nachdem, wie man halt persönlich drauf ist, nachvollziehen. Es ist auf jeden Fall durchaus nicht unangemessen, da ein gewisses mulmiges Verhalten an den Tag zu legen, beziehungsweise so ein Gefühl halt eben zu haben. Jetzt habt ihr hoffentlich das entsprechende Video schon angesehen. Wenn nicht, würde ich euch bitten, das jetzt in den nächsten Sekunden mal nachzuholen. Entschuldigung. Ich hocke im Wald, habe gute Laune. So, dann gehen wir davon aus, dass das jetzt nachgeholt ist. Und ja, wie man sieht, lässt sich besagter Wolf jetzt durch das eigentlich empfohlene Wolf anbrüllen und beschimpfen, damit er abhaut, nicht besonders beeindrucken. Was auch noch bemerkenswert ist, das steht da auch so in dem Artikel und das ist auch völlig korrekt und würde ich auch so sehen, ist, dass der Wolf zwar
abhaut, in Anführungszeichen, aber das ist ein Verhalten so nach dem Motto unentschieden quasi. Wenn der Wolf wirklich flüchtet, heißt, du bist gefährlich, ich hau lieber ab, hast gewonnen, quasi so in dem Sinne, wenn man das sozial interpretieren möchte, aus einem Sozialverhalten des Wolfes heraus, wäre das Normale, dass er auf der Stelle quasi stehen bleibt, beschließt, okay, der da ist gefährlich, der tut mir möglicherweise was, ich hau lieber ab, was richtig ist, was ein Verhalten ist, was wir beim Wolf so haben wollen, also ein sozial erwünschtes Verhalten, vorsichtig ausgedrückt, dann würde er auf der Stelle umdrehen und in die gegensetzte Richtung abhauen. Das bedeutet quasi in tierisch, wenn man so möchte, nicht nur beim Wolf, sondern auch bei vielen anderen Tieren, okay, hast gewonnen, ich hau jetzt ab. Ein im großen Kreis um denjenigen, den man da entdeckt hat, drumherum laufen und dann seiner Wege ziehen, das ist eigentlich... Man kann das natürlich nicht so verallgemeinern, das ist auch wieder falsch, aber das ist eigentlich eher ein Unentschieden. Ich habe einen gewissen gesunden Respekt vor dir, aber ich habe jetzt nicht direkt Angst vor dir. Jetzt habe ich gerade nicht mehr im Kopf, wie der Wolf den Schwanz hält, der da gerade unterwegs ist. Das ist bei Wölfen nämlich ganz interessant. Wenn sie den Schwanz zwischen den Beinen haben, dann haben sie Angst. Kann ich mir jetzt hier im Wald gerade nicht angucken. Ich werde es euch entsprechend nochmal einblenden, ob es da von der Schwanzhaltung her, das ist so das offensichtlichste Signal für die Stimmung des Wolfs, was für uns einfach zu erkennen ist als Mensch. Wenn mir da irgendwas Spezielles auffällt, dann schreibe ich es jetzt noch unten rein, nur damit ich mir das selber jetzt quasi als Memo kurz erzählt habe. Ja, also das ist jedenfalls schon verdächtig, dass der da einen großen Bogen um den Traktor mit dem schimpfenden, darf man Bauer sagen, Landwirt? Weiß ich jetzt nicht. Bauer ist, glaube ich, mittlerweile politisch nicht mehr korrekt, es sei denn, ihm gehört der Hof, oder? Ich sag mal Bauer. Er darf sich bei Gelegenheit bei mir beschweren. Ja, also davon abgesehen, ich kann den Mann übrigens sehr wohl verstehen, dass er da entsprechend drastische Worte verwendet, um den Wolf zu vertreiben. Das wird dem Wolf relativ egal sein. Man kann dem auch Käsekuchen im möglichst aggressiven Tonfall zubrüllen. Das wird die gleiche Wirkung haben wie verpiss dich. Aber ja, man will sich ja auch selber in so einer Situation vielleicht ein wenig Mut anquatschen. Das mache ich bei jedem Video. Nein. Ja, und... Die entsprechende Joggerin war dann schon ein wenig geschockt und es ist schon bemerkenswert, wie nah der denen wirklich gekommen ist. Der Wolf, obwohl da halt eben dann noch so ein völlig ominöser Traktor, mit dem, den der Wolf ja auch wirklich nicht einschätzen kann, im Spiel gewesen ist, der auch Lärm macht, der ja angeblich Wölfe vertreiben soll. Und ja, also es ist zu einem gewissen Grad bedenklich. So. Und jetzt muss ich aber auch gleich natürlich wieder Deeskalation betreiben. Es hat sich da wahrscheinlich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, um einen ziemlich jungen Wolf gehandelt. Und junge Wölfe sind erst recht neugierig. Das müssen sie ja sein, weil die wollen ja erst noch lernen, wie das denn so funktioniert mit dem Rumwolfen. Und... aus einer einzelnen Begegnung eines jungen Wolfs, der sich den Mensch mal näher anguckt, kann man jetzt schon vermuten, dass das eventuell ein Problemwolf werden könnte. Also so ähnlich wie eben der Problembär, den der Bruno dann irgendwann mal dargestellt hat, was auch korrekt war, der musste dann auch weg. Ob man ihn hätte erschießen müssen oder ob Betäuben möglicherweise funktioniert hätte, wenn man das dann hingekriegt hätte, das ist nochmal eine andere Frage. Aber ja... man kann das so oder so interpretieren. Entweder ist das halt eben ein Jungwolf, der einen für Jungwölfe, zwar jetzt nicht gerade archetypisches, aber durchaus im Rahmen der erweiterten Normalität liegendes Verhalten an den Tag legt, oder das ist wirklich schon auch ein aggressives Verhalten. Jetzt ist es halt quasi wieder ein ähnlicher Fall wie all die meisten Wolfssichtungen, die wir bisher in Deutschland hatten. Es gab ja schon häufiger Fälle, wo halt eben ein Wolf einem Menschen begegnet ist, sich diesem genähert hat, diesen beobachtet hat und dann halt aber nichts getan und dann irgendwann auch wieder verschwunden ist. Aber ein eindeutig neugieriges Verhalten eben an den Tag gelegt hat. Viele würden das jetzt eben als, dann als potenzielles Beutetier abchecken bezeichnen. Gibt es Leute, die das tun? Gibt auch welche, die sagen, es ist halt wirklich einfach nur Neugier, der will wissen, was ist denn das da? Und hat jetzt in dem Moment erstmal gar keinen Hunger. Was jetzt nun wirklich zutrifft, wissen wir nicht. Dafür müsste man den Wolf fragen und dann verstehen, was er uns mitzuteilen hat. Also schwierig. Aber
Natürlich ist es immer gesünder, in so einer Situation davon auszugehen, dass der Wolf tatsächlich möglicherweise irgendwelche wölfischen Absichten verfolgt und sich überlegt, ob man denn eventuell schmecken könnte. Insbesondere dann, wenn wie hier der Wolf sich mal wieder, und das, den Fall gibt es leider ja jetzt auch schon ein paar Mal, einer Joggerin genähert hat. Also gerade Leute, die sich laufend fortbewegen und vielleicht eben dadurch, dass sie rein zufällig am Wolf vorbeilaufen, der sich noch versteckt und dann vor diesem weglaufen oder es für den Wolf halt potenziell so aussieht, als würden sie das tun, dann sind sie für ihn halt besonders interessant. Also das führt schon nochmal dazu, dass ein Joggen ein unter Umständen inzwischen etwas gefährlicheres Hobby geworden sein könnte, als das ohne den Wolf der Fall gewesen ist, zumindest in den sehr wolfsreichen Gebieten. Dass das eine große Rolle spielt, ist nach wie vor nicht so. Also man muss jetzt immer noch sagen, dieser eine Einzelfall verändert jetzt die Statistik nicht auf, keine Ahnung, 20% vom Wolf gefressen werden Risiko, sobald man einmal den Fuß in den Wald setzt oder ähnliches. Also es bleibt ein weiterer Einzelfall in einer Reihe von noch nicht allzu vielen Einzelfällen. Aber es ist halt jetzt eine Frage der Wahrnehmung, wie man das jetzt eben bewertet. Rein statistisch gesehen ist es nach wie vor so, dass in 99% der Fälle der Wolf vom Menschen enormen Abstand hält und davon darf man zumindest ausgehen. Weil wir ja natürlich nicht wissen, an wie vielen Wölfen schon irgendwelche Passanten im Walde so vorbeigelaufen sind in den entsprechenden Wolfsgebieten. Weiß ja keiner, weiß ja niemand, wie viele Wölfe jetzt genau in der Gegend eben überhaupt gerade unterwegs sind und wo die dann stecken. Deswegen kann man nicht sagen, dass jetzt dieser Vorfall ein Indiz dafür wäre, jetzt plötzlich mehr Angst vorm Wolf zu haben, als man vorher schon hatte. Aber er trägt sicherlich auch nicht wirklich zur Beruhigung bei, auch wenn der Wolf wieder im Prinzip nichts getan hat. So ein Verhalten ist jedenfalls von Wölfen außerhalb Deutschlands vielleicht inzwischen, muss man das schon als Tendenz eventuell anerkennen, seltener als in Deutschland. Also die Tatsache, in einer so dicht besiedelten Kulturlandschaft zu leben, wie der, in der wir uns befinden, könnte tendenziell und wirklich nur vorsichtig sein. Tendenziell bedeutet, es könnte da möglicherweise die Spur eines Zusammenhangs geben. Das heißt nicht, das ist mit Sicherheit so, Ben hat gesagt, das ist so. Also da bitte ganz, ganz, ganz vorsichtig sein und differenzieren. Aber tendenziell scheint es so, als würde sich der Wolf, der bisher in Deutschland lebt, vielleicht etwas mehr an die Anwesenheit des Menschen gewöhnen, als das bei Wölfen in anderen wolfsreichen Gebieten, was heißt Deutschland ist auch kein wolfsreiches Gebiet, aber zum Beispiel in Rumänien oder Ähnlichem der Fall ist. Scheint eventuell so. Was dem aber wiederum widersprechen würde, dieser Tendenz, ist, dass man in eben besagten Rumänien wohl gerüchteweise, und da haben wir halt leider Schwierigkeiten dazu, wirklich so hundertprozentig verlässliche Quellen zu finden, aber es scheint wohl doch so zu sein, als wäre es da schon fast relativ normal, dass wenn man die Wölfe heulen hört vorm Dorf, man sicher sein kann, dass wenn man schlafen geht und am nächsten Morgen aufwacht, irgendwas in dem Dorf gefressen worden ist. Dass der Wolf also wirklich regelmäßig sich durchs Dorf zieht, beziehungsweise die Wölfe das halt regelmäßig tun, wenn sie auf ihren routinemäßigen Streifgängen durchs Revier, die sind ja nicht jede Nacht am gleichen Ort, die sind immer woanders, halt eben am Dorf vorbeikommen. So Geschichten gibt's. Aber wie gesagt, wir wissen halt auch nicht wirklich, ob das stimmt. Und die Sache mit dem Wolf bleibt eine wahnsinnig spannende Fragestellung auf jeden Fall. Und Fazit nochmal, es ist interessant, dieser Fall, vor allem das Video ist sehr interessant anzugucken, es ändert aber einfach mal nichts an der bisherigen Situation, der Wolf hat ja nicht gebissen und ähnliche Situationen hatten wir schon häufiger, ist nur eben ein weiterer Punkt in der Statistik für Wolf nähert sich Mensch. Und nochmal, das krempelt die Statistik nicht von vorne bis hinten völlig um und bedeutet jetzt nicht, jetzt ist es morgen so weit, dass er anfängt, uns zu fressen. Mehr nicht, aber halt auch nicht nichts. So, und jetzt glaube ich, fange ich mal an, mich hier irgendwie feuertechnisch, köcherisch zu betätigen.